So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Republik Kommando. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier eindringen. Was auch sonst. Schalten Sie sie von dort aus, Data. Hier in Position. Finden Sie endlich das Terminal Kommando. Sniper-Muni. In Position. Ende der Vorstellung, Moida. Ziel eliminieren. Erledigt. Jawohl. Ziel eliminieren. Terminal gehackt, Sir. Ziel eliminieren. Geschafft. Wie nett, dass ihr auf uns zukommt. Delta, formieren Sie sich. Gegner terminiert. Komm mal mit. Gute Arbeit, Delta-Team. Okay, Sie haben das Kernschiff erreicht. Es wird Zeit, dass Sie sich trennen. No. Jeder von Ihnen muss ein anderes wichtiges System des Schiffs ausschalten. Dadurch wird die Verteidigungskapazität des Schiffs geschwächt. Das erleichtert Ihnen wiederum, Ihr eigentliches Ziel zu erreichen. Denken Sie daran, wir brauchen diese Startcodes. Viel Glück, Deltas. Tja. Gehackt. Delta, okay, Sir, es geht los. Viel Glück. Tja, bitte. Ja, löschen. Hui. Wow, auf einmal ist Nebel. 38. Ich bin drin. Infiltration des Kernschiffes. Dem Delta-Team ist die erste Einnahme eines Großkampfschiffes für die Republik gelungen. Doch der Kampf ist noch nicht vorbei. Eine Horde gnadenloser Kampfdroiden wartet darauf, von einem unachtsamen Kommandosoldaten geweckt zu werden. An Bord des Kernschiffs haben Sie zwei neue Einsatzziele. Ihr Primärziel ist der Download der Startcodes auf der Brücke des Schiffs. Aber das ist doch illegal. Mit den Codes können wir die Evakuierung der Droidenarmee stoppen. Ihr Sekundärziel ist die permanente Deaktivierung des Kernschiffs. Auf dem Weg zur Brücke wird jeder vom Delta-Team einige kritische Systeme des Schiffs sabotieren. Dieser Aufzug bringt Sie in das Kampfdroidenmagazin. Rücken Sie zum Kontrollraum vor und deaktivieren Sie die Systeme des Magazins. Sobald Sie den Droidenlader deaktiviert haben, stoßen Sie zu Ihrem Team und rücken zur Brücke vor. Wir zählen auf Sie, 38. Jawohl. Glück, Berater Ende. Alleine gegen die ganzen Droiden. Ha, die haben keine Chance. Hallo. Okay. Müssen wir vorsichtig sein, dass wir... Einige werden wach, soweit ich weiß. Die Droiden sind in Bereitschaft. Ich wäre besser vorsichtig, sie nicht zu alarmieren. Ja, ja. Soweit ich mich erinnere, die wären einige wach und die müssen wir dann natürlich bekämpfen. Allerdings sollten wir dann darauf achten, dass wir andere nicht beschädigen, weil ansonsten... Ja. 07 hier. Nähere mich meinem Ziel. Bis jetzt keine Droiden. Die 0 hier. Ich habe hier ein kleines Droidenproblem. Ziel geordnet. Ich auch. Erstmal nachladen. Scheiße. Oh. Oha. Scheiße. Genau das meinte ich. Oh, stirbst du jetzt mal? Jetzt brauche ich ganz schnell Bug da. Tschüss. Hier 07. Ich bin im Kontrollraum des Repulsorlifts und hacke mich jetzt in das System. Bug da. Aua. Jetzt sind sie wach. Hoffentlich nicht alle. Hier 40, rücke jetzt zur primären Stromleitung vor. Ah, da ist sie. Mal krepieren. Team, der Feind weiß jetzt, dass wir hier sind. Haltet die Augen offen. Ja, ja, wechsel doch mal die Waffe, mein Gott. Das war nicht so elegant wie gedacht, aber ja. Und tschüss. Was ich sagen wollte, ich finde diese Grafik atemberaubend. 6-2 hier. Ich bin jetzt am Einlassventil für das Kühlmittel. Oh nein, das ist die Auslassöffnung. Oh. 6-2, könntest du die Klappe halten, bis du was Wichtiges zu sagen hast? Wieso? Ich find's lustig. 440, hacke jetzt die primäre Energieversorgung.
Ja. Yay, wieder Fahrstuhl fahren. 462, ich habe das wow. Ziel für das Kühlmittel gefunden. Du Kassieren hast mich erschrocken. Tschüss. Kacknoob. Was waren die überhaupt hier drin? Arschlöcher. Nicht schlecht, was die auf die Beine gestellt haben. No. Wollte mich anschleichen. Ich bin im Kontrollraum des Ladeblocks. Roger, Dreier. Ich lade einen Protokollwurm hoch, der Ihre Laderoutinen außer Gefecht setzt. Finden Sie ein Terminal und hacken Sie sich hinein. Roger. Hätte er sein können. Psst. Nicht so laut. Na? Kaputt. Noobs. Ich glaube, hier bin ich richtig. Okay, Team. Sekundärziele erreicht. Wir treffen uns auf Subebene 1157. Alles klar, Boss. Schau mal, geht's noch? Alles klar. Brauche ich's nicht. Wo geht's denn noch hier? Tschüss. Und wieder Fahrstuhl fahren. Ui. Ist schon groß hier. Muss man schon sagen. Ach du Scheiße. Wir waren große Klasse auf dem Schiff. Ja. Ich habe hier ein kleines Problem. Wir werden angegriffen, Sir. Es gibt hier ein Droidenproblem, Boss. Stirb, du kleiner Schrotthaufen. Die Handelsföderation ist wohl nicht sehr glücklich darüber, dass wir hier sind. Nee. Vorsicht, Eltas. Wir haben das Schiff ziemlich zugerichtet. Das gefällt ihnen nicht. So wie die Droiden sich aufführen, könnte man meinen, wir sind hier nicht willkommen. Halten wir einfach in Schach. Keine Heldentaten. Wenn wir wieder zusammentreffen, schlagen wir uns zur Brücke vor und verschwinden von diesem Monster. Roger. Alles klar, Boss. Verstanden. Achso, ich dachte, er will Stress. Erstmal was trinken. Ja, so erledigt man halt mal im Alleingang ein paar. Naja, du. Gut, ich dachte, hier gibt's vielleicht was. Aber offenbar nicht. Achso, das hat zerstört. Haha. Na, mach hier mal keine fiese Matente. Ach Gottchen. Verpisch denn du, ey! Machst du einfach so viel Beef? Hab dir in die Eier geschossen, kannst du mal sehen. Da setzt er sich erstmal vor Angst hin. Erstmal heilen hier. Bei den praktischen Bakterspendern. Auf einem feindlichen Schiff. Warum nicht, ne? Warum nicht? Und Ladebildschirm. Hui! Der schlafende Riese. Ja, das zeigt nicht an. Optisches Scan negativ. Hoho. Links oder rechts? Eigentlich, keine Ahnung. Erfolg eingeräumt. Feindliche Einheiten geortet. Ach, schade. Ich dachte, sowas Tolles passiert vielleicht gleich nochmal. Aber. Aua. Und man macht mal. Fick mich. Man achtete mal gar nicht so auf die scheiß Gesundheitsanzeige. Was hat er ihm gesagt? Tschüss. Ja, ist ja gut. Nehme ich immer gerne an. Da ist ja jemand, den wir kennen. Hallo. Droidekas. Ich kümmere mich darum, Sir. Gute Arbeit, 07. Entdeckung. Sie kommen zurück. Droidekas.
Bam. Ach, blödes Gewackel. Bewegung. Danke für die Hilfe, Sir. Ja, immer doch. Ich bräuchte mal Bug da, hast du welches gesehen? Föderationsports. Hier schon wieder. Aua. Wir sitzen in der Falle. Das da unten sind Fixer und 6-2. Na. Scheiße. Na. Schön, Sie zu sehen, Sir. Wir hatten Sie schon vermisst. Back door. Sekundärziele erreicht. Warte auf weitere Befehle. Gute Arbeit, Dreier. Irgendwo auf dieser Ebene muss eine Verladestation sein. Von dort führt ein Aufzug direkt zur Brücke. Roger, an die Arbeit, Deltas. An die Arbeit, Ladies. Ja, ihr müsst jetzt nicht mehr mitsehen. Das war ziemlich dumm. Ja, macht nichts. Okay, aber auch hier im Prinzip gebe ich Ihnen die Schuld. Ja, geh doch in Deckung, du Idiot. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagdad, Soldat. Bin unterwegs, Teamleader. Ziele eliminiert. Das war eine sehr gut geworfene Granate. Kann ich... Tut das gut. Nur mal wieder sagen. Geh in Deckung, erwarte Befehle. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Die haben keine Chance gegen mich. Mache Waffe bereit. 07 ist einsatzbereit. Ja, das war jetzt genau aus. 07, lies beim nächsten Mal den Einsatzbefehl. Boah, eine kleine Sprengladung müsste das Problem lösen. Neutralisiert. Erfolge ein Geräusch. Meine entdeckt. Dann verfolgt mal ein Geräusch, ne? Die Geräuschverfolgung ist ja in Deutschland nicht strafbar. Tschüss. Gute Arbeit. Hoffentlich begegnen uns nicht noch mehr von den Dingern. Hoffentlich nicht. Position ändern, Delta. Damit hat er nicht gerechnet. Verloren. Mal sehen, was auf der anderen Seite ist. Registrierter Geräusch. Ja, da sollten wir unbedingt rein durchbrechen. Platziere Sprengsatz. Gesichert. Deckung, Granate! Na los. Wir sind drin. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Wir brechen auf. Drücken Sie Ihr Helm, Sir. Alles klar, Sir. Okay. Manöver abbrechen, Delta. Hey. Och, du Scheiße. Hier sind Bugs, Deltas. Fliegende Abschirm voraus. Du schon wieder. Geh dich mal waschen, du stinkst. Das ist hübsch. Ich schätze, wir müssen durch die Tür da. Hier muss irgendwo eine Steuerkonsole sein. An die ja. Arbeit, Deltas. Alles klar, Sir. Bestimmt nicht hier oben oder so. Präzisionsschuss einleiten, Delta. Geh in Position. Panzerbrecher, auf Ihren Posten. Los. Genau, das überlasst mal dem Profi. Mach mal. Ich hacke mal die Konsole. Wasser bereit. Delta-Team, räumen Sie das Gebiet. So, gehackt. Noscope, in den Arsch. Gehen wir weiter. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad, Delta. Bin dabei. Hallöchen. Jetzt singen die schon wieder, ne? Ja, gar nicht so nett. Sie in Position, Delta. Sie erleben einen Meisterschützen in Aktion. Ja. 07 ist einsatzbereit. Oh Gott, dieses Geräusch. Hallöchen. Achtung, noch ein Spinnendroide, 12 Uhr. Diese Typen gehen mir langsam auf die Nerven. Oh. Das wäre der Einsatz des Jahrhunderts. Na, habe ich keine. Natürlich habe ich keine. Ich meine, ich will immer Steuerung drücken zum Ducken, aber ist ja keine Steuerung. Kannst du aufhören zu wackeln? Kannst du aufhören zu wackeln? Aua.
Was macht man aber nicht? Daneben. Daneben. Au, 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 au. Realistischer als die Simulationen. Ach nee. Echt? Genehmigen Sie sich etwas, Bacta. Hole Bacta. Realistischer als die Simulation. 6-2 geht in Position. 0-7 ist kampfbereit. Das ist schön. Öffnen Sie die Tür, Data. Natürlich, Sir. Aktiviere Detonator. Gesichert. Aufpassen. Weiter. Attacke. Na komm. Mach mal ein Appelnippelchen. Okidoki. Das müsste der Aufzug zur Brücke sein. Das hier. Ja, und jetzt? Achso. Alle Mann an Bord! Jawohl. Komm drin, ihr Niggers. Hui. Aha. Auf einmal haben wir Schatten. Ich natürlich nicht. Im Bauch der Bestie. Oh mein Gott. Alarm. Rumpfzustand kritisch. Ausfall der kritischen Systeme in 5 Minuten. Oh. Sofort evakuieren. Weiß ich gar nicht, ob das ausgriffte, die Wetter. Oh, diese Maus. Steuerung. Hallo. Die war ihm total hakelig, Alter. Delta-Team befindet sich auf Subebene 0001. Gute Arbeit, Dreier. Nicht 0007. Roger, Bewegung, Deltas. Headshot. Das Schiff ist gleich Geschichte. Identität beeinträchtigt. Sofort evakuieren. Gibt's hier irgendwas? Nee. Ja. Sie, Doktor, jetzt. Ich dachte, Sie wollen nie fragen, Sir. Auf jeden Fall alle vorrennen müssen. War ja sowieso klar. Sie eliminiert. Na. Ausfall der kritischen Systeme in 4 Minuten. Ja, ja. Erinnert mich nächstes Mal dran, vom Schiff zu verschwinden, bevor wir es zerstören. Warum denn? Mal sehen, was auf der anderen Seite ist. Nein. Warten Sie noch. Manöver abgebrochen. Oh ja, musstest du jetzt direkt davor stehen. Mein Gott. Der Data muss wiederbelebt werden. Schnell. Unterstütze 07. Brechen Sie die Tür auf. Sind unterwegs. Das war echt eine Scheißaktion, ne? Störung der Stabilisatoren. Systemausfall wahrscheinlich. Ach, Scheiße. Och ja. Diese KI. Mann. Ja, geh halt einfach zu, ist okay. Ja, lass dich verprügeln, ist doch cool. Gibt's ja irgendwo Bagdatans, Tanks, Tanks. Wieder auf den Beinen. Ausfall der kritischen Systeme in 3 Minuten. Angriffsformation einnehmen. Ziel eliminieren. Na los. Geh hops. Arschloch. Durchhalten, Deltas, wir sind gleich da. Die Brücke müsste hinter dieser Tür sein. Oh, wieder kein Bagdaspender. Ja, Sir. Platziere Detonator. Gesichert. Deckung, Granate! Ah, die Stelle. Man erinnert sich leider. Schnappen wir uns die Codes und dann nichts wie weg. Platzieren Sie eine Falle. Okay, platziere Falle. Pass auf die Konsole auf, anders kommen wir hier nicht raus. Umgebungsmine platziert. Lass mich in Ruhe.
Oh ja, wackelt doch noch mehr. Ausfall der kritischen Systeme in 2 Minuten. Ja, ja. Ja, ist doch gut. Mach es los. Bin einsatzbereit, Delta Team. Los. Delta 4-0 ist wieder fit. Bin einsatzbereit, Delta. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Nehme Position ein. Regel Nummer 30, sag nicht nein zu Bagda. Ja, ja. Von hier haben wir freies Schussfeld. Bin unterwegs. Waffe bereit. Ich verlasse mich auf euch. Ich weiß, das ist nicht gut, aber trotzdem. Gibt's sonst noch was? Na gut. Dann hacken wir das mal, ne? Hiha, hacki. Wir haben hier Ruine, Kastelner. Ausfall der kritischen Systeme in 1 Minute. Naja, Zufälle gibt's. Lalalalala. Wir kriegen nichts mit von der Action, wir sind nur am Computer. Runde Counter-Strike spielen. Ja, yeah, Mann, ich gewinne das Match. Ich gewinne das Match. Ja. Yeah. Fress meine geschmolzene Scheiße. Beeilung, das dauert mir alles zu lange. Ja, ich mache so schnell ich kann, Sir. Wieso du? Ich bin doch an der Konsole. Ausfall der kritischen Systeme in 30 Sekunden. Ja, schaffen wir doch. So, dann haben wir innerhalb einer Minute ein Counter-Strike-Match gefunden. Wir haben die Codes, Sir. Wir haben die Codes. Gute Arbeit, Delta. Bringen Sie sich in Sicherheit. Die Türen achtern sind offen. Delta Team, wir nähern uns jetzt dem Kernschiff. Kommen Sie zum hinteren Andockring. Wir sprengen ihn auf. Ach so. Oh, oh. Ich komme ja schon. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Oh! Schön, Sie zu sehen, 4-2. Ja, und eigentlich ist es gerade eben explodiert, aber macht nichts. Ja, und eigentlich ist es gerade mit explodiert, aber macht wahrscheinlich nichts. Der Aufstieg des Delta-Teams. Während die Jedi mit Ruhm überschüttet werden, verlässt eine kleine Gruppe von Soldaten Geonosis mit dem Wissen, dass sie deren Mission erfüllt haben. Mit Mut, Präzision und Exzellenz. Und das ist alles, was sie brauchen. Fortsetzen. Die Ras Persecutor. Mehr als ein Jahr voller Kämpfe hat die Streitkräfte der Republik gefährlich geschwächt. Das Delta-Team wird ständig für immer gefährlichere Missionen benötigt. Im Außenbereich des Separatistenraums ist ein vermisstes Angriffsschiff wieder aufgetaucht. Die Veteranenkommandos des Delta-Teams werden ausgesandt, um der Sache nachzugehen. Tag 367, Klonkriege. Shaikin-Nebel, glaube ich zumindest. So, das hören wir uns dann noch lustigerweise an, dann machen wir einen Cut. Vielleicht erkennen Sie Ihr nächstes Ziel. Die Prosecutor, ein republikanisches Angriffsschiff der Akklimator-Klasse. Sie untersteht Captain Spinnet. Die Prosecutor war unsere erste Heimat. Wir waren lange auf ihr stationiert. Zuletzt hat sie im Corellia-Sektor republikanische Handelswege gegen die Separatisten verteidigt. Wir haben vor über 2 Wochen den Kontakt mit ihr verloren. Das darf nicht wahr sein. Haben die sich etwa selbstständig gemacht? Unwahrscheinlich. Bei allem Respekt, Sir, das könnte eine Falle sein. Eben deshalb schicken wir unser bestes Team, um der Sache nachzugehen, Delta 4-0. Ihre ausgezeichnete Arbeit auf Geonosis ist nicht unbemerkt geblieben. Yay. Hast du gehört, 7? Jemand hält mich für ausgezeichnet. Na ja, dann mal willkommen im Club. Delta Team, bereiten Sie sich auf niedrige Schwerkraft vor. Versiegeln Sie Ihre Anzüge. Viel Glück. Ui. Wuhu! Tschüss.
Okay, Erkundung des Geisterschiffs. Kommandos arbeiten als Team, doch einzeln sind sie genauso tödlich und effizient. Wegen der gewaltigen Ausdehnung des Raumschiffs hat sich das Delta-Team aufgeteilt, immer wieder. Ihre beste Hoffnung ist, schnell und leise das Schiff zu durchqueren und ihre Aufgaben zu erfüllen. Ja, ja. Jedes Mitglied des Delta-Teams wurde zu einem der vier Datenkerne geschickt, um wichtige Informationen sicherzustellen. Ihr Primärziel ist der Flugschreiber des Datenkerns Achtern. Stoßen Sie anschließend zu Ihrem Team. Wir holen Sie dann ab. Darüber hinaus werden Sie Ihre Leute nach Bedarf bei der Ausführung Ihrer Befehle unterstützen. Ja, Nummer 7 hat Befehl, die Logdateien des Datenkerns auf Steuerbord zu sichern. Delta 4.0 kümmert sich um den Datenkern auf Backbord. Er, Frachtlis und... Ja gut. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Wir sind bei 25 Minuten und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten Part wieder. Wie schon gesagt, bis dahin, tschüss.